Ein ganz herzliches Hallo hier aus Landshut. Und wenn Landshut Hochzeit in der Stadt ist, das ist ja alle 4 Jahre der Fall, dann klingt das natürlich noch viel kräftiger, viel herzlicher, nämlich ganz genau so. Hallo! Und das an den kommenden 4 Wochenenden, an den Wochenenden der Landshuter Hochzeit. Es ist die 40. Aufführung im Jubiläumsjahr. 110 Jahre Landshuter Hochzeit. So lange schon wird dieses größte historische Festspiel Europas vom Verein Die Förderer reinszeniert. Die Fürstenhochzeit von anno 1475 zwischen Herzog Georg von Bayern-Landshut und der polnischen Königstochter Hedwig. Mehrere hunderttausend Besucher werden in den nächsten Wochen erwartet und traditionsgemäß beginnt die Landshuter Hochzeit am ersten Festsonntag mit einem großen Staatsempfang hier auf der Burg Trausnitz. An der Spitze der stellvertretende bayerische Ministerpräsident, Wirtschaftsminister Martin Zeil. Es war damals ein europäisches Fest. Die wichtigsten Politiker Europas waren hier und deswegen ist es auch ein Zeichen, dass Weltoffenheit, dass die Zugewandtheit zu Europa für Bayern in seiner ganzen Geschichte wichtig war und auch in Zukunft wichtig sein wird. Landshuter Hochzeit, das ist natürlich der große Festumzug an den 4 Wochenenden. Da werden Wochenende für Wochenende an die 100.000 Besucher in der Stadt erwartet. Und im Moment laufen gerade die Vorbereitungen dafür unten in der Altstadt. Aber Laho, wie es liebevoll auch genannt wird, dieses große Festspiel ist natürlich noch viel, viel mehr. Da gehört das Ritterturnier mit dazu. Heute Abend wird die erste Veranstaltung dazu über die Bühne gehen. Es gibt festliche Spiele im nächtlichen Lager. Es gibt einen mittelalterlichen Mummenschanz. Es gibt das Fest- und Tanzspiel, also jede Menge Veranstaltungen, die allerdings schon seit Wochen ausverkauft sind. Da sieht man schon die große Bedeutung der Landshuter Hochzeit und wie sehr sie denn gefragt ist, auch beim Publikum. Trotzdem, auch für alle die, die keine Karten haben oder eben auch für den schmalen Geldbeutel, kann man sich die Landshuter Hochzeit in vollem Umfang geben und genießen. Es gibt jede Menge Veranstaltungen, zum Beispiel auf dem Zehrplatz, wo man die ganzen Kostümierten, alle Mitwirkenden mittreffen kann im Lagerleben oder man schaut einfach am Samstag in die Altstadt, da sind viele Gruppen mit dabei oder auch Sonntagsvormittag Treffpunkt Trausnitz, hier heroben über den Dächern der Stadt auf der Burg. Viele Gruppen, die sich hier präsentieren, die hier einen kleinen Eindruck geben, wie denn Mittelalter anno 1475 zu Zeiten der Landshuter Hochzeit ausgesehen hat. Also das 3-4 Wochen lang ist Landshut die Hölle los. Es wird gefeiert, es wird gelacht, es gibt super Musik hier. Es ist einfach eine Reise wert mal hierher. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so aufgeregt bin, aber das ist ja dann doch schon mal der Höhepunkt praktisch vom ersten Wochenende. Jetzt ist es ja erst losgegangen und da bin ich jetzt schon gespannt, wie das ist, wenn ich dann den ganzen Leuten zuwinken darf. Also ich freue mich total. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig, Sie einzuladen, hier nach Landshut zur Landshuter Hochzeit zu kommen. Bis zum 21. Juli haben Sie noch die Gelegenheit dazu, sich das Ganze hier nicht entgehen zu lassen. Folgen Sie also dem Ruf der vielen Tausend, die ebenfalls hierher kommen. Oder Sie schauen einfach wieder rein bei TV Bayern Live nächsten Sonntag. Damit beamen wir uns jetzt zurück von 1475 ins Jahr 2013 zurück ins Studio. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.